für eine kurze psychiatrische Beurteilung. Übertagen? Die Cops hier. Immer auf die Kranken und Wehrlosen. Sag mal, Schätzchen, hattest du je einen richtig üblen Tag? Und was wollen Sie damit sagen? Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt nichts Übleres als die Erinnerung. Diese fiesen kleinen Stromstöße, unerwünschte Partygäste schreien durch deine Synapsen. Unvermeidbar, unerbittlich und gar nicht freundlich. Es gibt nicht mal die Flucht in den Wahnsinn. Und dann triffst du jemanden, der dein Leben ändert und merkst, dass du nicht einmal mehr weißt, wer du bist. Ist es nicht lustig, wie eine kleine Begegnung Stücke aus deinem Leben reißen kann, deine Erinnerungen und Persönlichkeit verzerren kann, bis du alles in Frage stellst? Und als du merkst, wie irre alles ist, schallt dein Gelächter von den Wänden deiner eigenen Einsamkeit. Okay, da brauche ich mehr Details. Wie wäre es mit Wortassoziationen? Das klingt... Akzeptanz. Findest du das nicht ein bisschen blöd? Hören Sie, ich will Ihnen doch nur helfen. Nochmal von vorn. Akzeptanz. Meine Lieblingsphase. Oh, also kennen Sie Kübler-Ross? Okay. Oh, ich kenne sie besser als viele. Okay. Einer noch. Und ich will, dass Sie bei diesem ernst bleiben. Schicksal. Weißt du, was lustig ist? Ich dachte immer, das Schicksal wäre böse. Vorherbestimmt, nicht durch höhere Mächte, sondern die Regeln der menschlichen Natur. Aber heute Nacht hat sich alles geändert. Was hat sich geändert? Hattest du je das Gefühl, dass dein ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hinarbeitet? Und so fühlen Sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nur die Hand des Schicksals war. Also betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Allerdings. Jetzt verstehe ich. Es gibt keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, die ich heute Nacht getroffen habe. Sie haben jemand Besonderes getroffen? Ja. Und man könnte sagen, es änderte alles. Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du, in was für einer wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst es. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand hört es. Als gäbe es dich gar nicht. Das ist so awesome. Was für eine geile Stimme. Die Psychologin und ist übrigens... Was für ein Gefühl erzeugt das? Harley Quinn. Harley Quinn, so heißt sie da noch. Ich fühle mich hilflos. Schwebend. Als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen. Und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich... doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das.
Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Ach, mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. So ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh, ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harleen. Jetzt hast du einen. Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Wärme. In der Tat, sehr geil gemacht. Das war gerade, ohne Scheiß, das war gerade eine richtig gute Erklärung von, ja, der Körner, ich habe jetzt Joker so ein bisschen mehr verstanden, muss ich sagen. Und jetzt seht ihr auch, wie Harley Quinn so ein bisschen entstanden ist. Denn die hat Joker untersucht. Ich würde Ihnen empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie ja nicht. Ja, und die hat sich irgendwie in ihn verschossen oder so. Und Joker nutzt das im Prinzip nur aus. Aber es ist wirklich sehr interessant, was die Harley Quinn doch noch reingetan haben jetzt in dem Titel. Und jetzt haben wir die Klebergranate. Und dann würde ich sagen, also, machen wir eine Pause. Das nennt sich Praxistest, Alfred. Ach, Alfred, du langweilst Batman. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Session gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.